Okay, wenn wir über die Vergangenheit reden, dann reden wir über bewegende Dinge. Weißt du, sowas wie Hochzeiten, Geburt unseres Kindes, wunderschöne Ferienerlebnisse. Das sind bedeutende Momente. Doch die wahren Momente, weißt du, die Substanz und der richtige Groove des Lebens, ist das, was du jeden Tag erlebst. Bei dem, was wir häufig machen und sehen, vergessen wir, was das für besondere Momente sind. Doch wenn sie weg sind, dann merken wir, wie sehr sie uns fehlen. Der morgendliche Weg zur Arbeit, hey, das anregende Lachen eines Freundes oder ey, stell dir das mal vor, das perfekte Eis an einem heißen Tag. Herrlich. Welche Momente sind das für mich? Tja, auf jeden Fall die Speisen aus dem Nudelkontor. Denn diese Speisen genieße ich. Es ist für mich kein Nahrungsmittel. Es ist ein Lebensmittel. Es ist ein Lebensgefühl. Und ich schmecke die Liebe, mit der diese Köstlichkeiten zubereitet werden. Und das siehst du jetzt an der Farbe sozusagen auch mit, oder? Ja, und Vielfalt. Ah ja, okay. Ja, ob da noch ein Ei dazu, ob der trocken ist, oder genau. Wasser oder Grieß. Ist jetzt auch gleich gut. Und danach wird der Teig für mindestens 15 Minuten geknetet, ehe er durch viele Pressrollen ausgegeben wird. Die Teigrollen werden feucht gehalten, damit sie bei der Zubereitung nicht brüchig werden. Deswegen werden sie nass abgerieben und danach noch mit einer Plastiktüte abgedeckt. Also der ist schon voll gefüllt sozusagen. Ja, genau. Ja. Vorbereitung ist alles, ne? Ja. Für die Füllung der Ravioli-Nudeln wird zum Teig noch Ricotta-Käse und Tomaten gegeben. Und zum Schluss natürlich noch Gewürze. Und zwar ordentlich. Dann wird die Käsefüllung abgeschmeckt, damit wir diesen vorzüglichen Geschmack erhalten. Genau, und das, die ist immer ein bisschen würziger als meine andere Füllung. Da kommt gut was rein an der Würzung. Okay. Dann schmeckt die immer richtig. Und das ist sehr ergiebig. Da mache ich lieber vorsichtig. Zu dem Nudelteig wird auch noch rote Beete eingestreut. Doch es darf nicht zu viel sein, da sonst der Teig brüchig wird. Space, I'll blast through it like a rocket. Is the beat out, swoop in, beat it and rock it.
trying to pave my way to center stage and rock it. Words from the sage, eyes on the road is rough and rocky. Yeah, gone for a while, but I'm back here. Most of y'all quiet, party don't even care, but I still do it anyway. Pull myself down in the RAM, and a lot of shit done changed, got me feeling so last year. Still trying to find creative ways to tell my story. Few fears I can't shake off me, being a failure and later regretting mistakes. Niggas with snakes telling you watch out for the snakes. Suck out for greedy women with the natural hair on, and you a killer with the head drop on. Oh, look at me, pathetic nigga, man, I suck pretty damn well. I'm building up a rapport, habits to which I'm still prone. Binging seasons of friends only when I'm feeling alone. It always hits home, trying not feeling you be alone, cause I'm stuck in these walls and living inside my phone. Imperfection is that one size fits all shoe. All the shit you heard about me probably all true, I'll admit it. I have double standards, we all do, but I just speak for myself before I'm hit with the you and who's. Yeah, feels like a long road ahead. It's been a long time coming, a long time looking off of you to get some bread. Hoping all of our dreams will surely amount to something. We walk ahead, never we hunt for God. No, we both don't go. Never yet we could not wait. Never go back. I found the yin-yang, only tamas and black with the cuckoo. Got a bad bitch, but yeah. Thinking the music was a focus. Und nach diesem wunderbaren Mal ein Cappuccino. Perfetto. Scandal or something to get my views up. I painted pictures of an invisible man. These hours was a plan. See, I thought I had it figured out, but hey, I had to draw back and sit back and say I lost my halo and riding on devil's back. So they pounce on every ounce of my pronouncements. That last prediction of mine, I'm on the